Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Viel zu zweit. Heute mit Margret Baumgartl, Konzertmeisterin des Dresdner Barockorchesters und freischaffende Violinistin, und meiner Wenigkeit. Wir spielen für Sie die Symphonie 1, 2 und 3 des niederländisch-belgischen Komponisten Nicolaus Akempis, der von um 1600 bis 1676 gelebt hat. In unserem heutigen besonderen Programm dürfen Sie Musik der Barockzeit erleben, und wir präsentieren Ihnen diese auf Kopien historischer Instrumente, nämlich auf Barockvioline und dem Dulcian.
Als Mitglied der Dresdner Philharmonie spiele ich ja für gewöhnlich im Dienst das moderne Fagott. Aber vor einigen Jahren habe ich angefangen, mich intensiver mit der Geschichte dieses Instrumentes auseinanderzusetzen, habe mich gefragt, wo kommt es denn eigentlich her und welche Musik ist ursprünglich darauf gespielt worden. Und auf diesem Weg habe ich beispielsweise beim Musizieren nette Menschen wie die Margret Baumgartl kennengelernt und bin irgendwann dann beim Dulcian angekommen. Das ist also der circa 400 Jahre alte Urahn des heutigen Fagottes. Der wurde damals in Instrumentenfamilien gebaut, vom kleinen Diskant-Dulcian bis zum mehrere Meter langen Großbass-Dulcian. Und der Bass-Dulcian, so wie ich ihn heute hier mit habe, der hat sich dann so ein kleines bisschen aus dieser Instrumentenfamilie, aus diesem Satz selbstständig gemacht und war das Ausgangsinstrument für die weitere Entwicklung über das Barockfagott, über das Klassische, das Romantische bis heute zum modernen Fagott. In seiner Bauform ist er natürlich wesentlich einfacher und schlichter aufgebaut als das moderne Fagott. Er stammt mutmaßlich von der Bassblockflöte ab, wird auch so gegriffen in etwa, aber schon mit einem Doppelrohrblatt-Mundstück angeblasen. Und er ist auch vom Tonumfang her und von der Klangfarbe ein wenig unterschiedlich zum heutigen Fagott, als man es eben vielleicht heute gewohnt ist, aber das macht eben genau die Besonderheit aus. Und man kann die Musik der damaligen Zeit, die auch ein bisschen anders zu handhaben ist als die spätere Musik, kann man darauf eben sehr gut musizieren. Die Unterschiede von der Barockvioline zur modernen Violine sind jetzt nicht ganz so groß, aber dazu kann Margret Baumgartl sicher mehr sagen. Meine Geige ist keine Kopie, sondern eine originale Barockgeige aus dem 18. Jahrhundert aus Florenz. Im Gegensatz zu den modernen Streichinstrumenten sind die Barockinstrumente mit Darmsaiten bezogen. Und der Hals ist ein wenig in einem anderen Winkel angesetzt an das Korpus als bei den modernen Instrumenten, um eine andere Obertonreihe im Klang zu haben, sodass der Klang silbriger ist als bei modernen Instrumenten. Der größere Unterschied zu den modernen Instrumenten liegt im Bogen. Der moderne Bogen ist dafür ausgelegt, gerade Töne in einer Form zu spielen, unendlich lang. Und der barocke Bogen ist dafür ausgelegt, durch seine Wölbung schon die Tonform bei langen Tönen vorzugeben. Am Anfang und am Ende eine Schwäche und in der Mitte blüht der Ton auf, also glockig.
Nikolaus Akempis arbeitete als Organist an der Kathedrale St. Gudula in Brüssel und er veröffentlichte als Komponist mehrere Sammlungen mit insgesamt über 96 Instrumentalwerken und Motetten. Bei seinen Symphonie handelt es sich eigentlich um Sonaten für Violine und Basso Continuo-Begleitung. Diese stehen beispielhaft für die virtuose Violinmusik des 17. Jahrhunderts im italienischen Stil. Eigentlich würde ja zu unserer Besetzung noch ein Harmonieinstrument gehören, ein Basso Continuo-Instrument wie eine Laute, eine Harfe, ein Cembalo oder eine Orgel. Aber es war zur damaligen Zeit auch so, dass mit den Kompositionen im Barockzeitalter doch recht frei umgegangen wurde. Da wurde auch improvisiert, da wurde weggelassen, hinzugefügt etc. Und so erlauben sie uns heute quasi eine Corona-Edition der Stücke in Duo-Besetzung. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserem heutigen Beitrag. Sie halten damit Ihrer Dresdner Philharmonie die Treue.
und unterstützen freiberufliche Musikerinnen und Musiker.